Hier ist Renate mit einem schlafenden Sammy. Ich glaube, er kommt jetzt doch. Ich habe hier was ganz Neues von Bern Minerals. Und zwar gab es das dieser Tage bei QVC als Tagesangebot. Und die haben das wie immer am Abend vorher schon präsentiert. Da wollten wir gerade ins Bett gehen. Und dann sagte mein Mann, oh, guck mal da, guck mal da. Ich habe mich dann schweren Herzens überreden lassen und hab's bestellt. Und jetzt ist es eben da. Und da kommt der beste Kater. Hm? Ja, dann packen wir es mal zusammen aus. Hm? Karte. So, schaut's aus. Also das ganze Set hat 39 Euro gekostet. Und ich finde die Verpackung schon so süß. Ne? Und da ist also drin der Pinsel für die Foundation. Foundation, die habe ich jetzt in der zweithellsten Farbe, die es gibt, also das Fairly Light. Es gab noch Light, aber ich glaube, selbst ich bin nicht so blass. Ich habe also Fairly Light genommen und ich glaube, das ist sehr passend für mich. Das ist also immer hier, muss ich erst abmachen. Ja, ich glaube, das darf gleich mein weltbester Kameramann und Ehemann. Ich kann das nicht öffnen. Musst du gleich mal bitte aufziehen. Also da ist der süße Pinsel für das Make-up. Die hatten sonst immer einen Kabuki-Pinsel dabei, aber diesmal offenbar ein anderes. Die hatten dann, sonst machen wir es bei QVC immer so, dass die Kosmetikerin, ich kriege nicht mal den Pinsel auf, aber ich habe ein Messerchen hier liegen, dass die Kosmetikerin die Models schminkt. Aber diesmal mussten die Models sich selbst schminken. Alles wegen Corona. So, das ist der Pinsel. Also super duper weich, wunderbar gefasst. Und hier ist dann die Foundation. Die kann man dann so drehen, aufdrehen und zudrehen. So ist auf. Und dann macht man das folgendermaßen. Ich habe schon öfter gehabt, das ist also wunderbar einfach und sich ganz schnell ein bisschen Leben ins Gesicht zu zaubern. Also man klopft einfach das in den Deckel. Dann nimmt man den Pinsel, rührt dann rum. Nimmt einfach ein bisschen davon auf, klopft nochmal ab und dann nochmal ins Gesicht. Aber ich bin ja schon geschminkt, deshalb mache ich das jetzt auf der Hand. Und dann arbeitet man das so ein ins Gesicht. Und dann ist das also nicht so maskenhaft, sondern das verbindet sich mit der Haut wie eine Creme dann. Das sind ja reine Mineralien. Ja, ich könnte da also schon mit präsentieren. Ich glaube, aus 5 Mineralien besteht das. Und das wird auch niemals schlecht, weil da nichts anderes drin ist als Erde. Mhm. Ja, da sieht man den Unterschied. Ne? Ist wirklich egalisierend. Und das kann man aufbauen. Also man kann dann noch eine Schicht drüber tun. Und noch eine Schicht. Ja, ich habe da nichts von, aber ich finde das schön. Die Sachen, wenn ich was schön finde, dann zeige ich das auch gerne. Dann ist das wunderschöne Rouge dabei. Tolle Farbe. Und wie gesagt, allein die Verpackungen sind ja nicht zauberhaft. Hm? Ja, dann fassen wir mal in das Rouge ein. Ganz weich ist das. Ein wunderschöner Peach-Ton. Dann nehmen wir hier hin. Ganz zart. Können wir auch mal aufbauen. Ne? Ich habe heute, weil eine ganz liebe Zuschauerin von mir gesagt hat, ich sollte doch mal einen weniger traurigen Lippenstift auftragen. Deshalb habe ich heute einen gar nicht traurigen Lippenstift drauf. Extra für dich, Tina. Ne, auch für meinen Mann, der wollte auch dann gerne, dass ich mal was Röteres drauf habe. Ja, ein ganz zartes Peach. Und wie gesagt, ganz süße Verpackung. Dann ist da dabei ein Lippenstift und der ist glitzerig. Ja, glitzert. Er glitzert. Glitzerig, auch ein Wort. Ne? Das machen wir mal hier hin. So. Und der soll auch so britzeln und dann die Lippen etwas vergrößern. Ich glaube, das ist aber nur, dass man sich das dann einbildet. Jetzt hat es die ganze Zeit gebritzelt, jetzt sind die Lippen bestimmt größer. Aber passt perfekt, ne? Die Farbe zum Rouge. Also richtig schön. Ganz toll. Wie heißt das hier? Moment, es hat auch einen Namen.
Spark Plug heißt das. Und es ist eine winzig kleine Nummer, die ich nicht sehen kann. Ja, aber Bare Minerals. Und dann das Herzstück des Ganzen. Übrigens, wenn man das einzeln kauft, kostet das Ganze, ich glaube, 120 oder 140 Euro. Die Sachen sind ja nicht sehr billig von Bare Minerals, aber da als Set hat es jetzt 39 Euro gekostet und war versandkostenfrei. Deshalb konnte ich mich wirklich überreden lassen. So, da ist ein Spiegelchen drin. Da brauchen wir doch mal ein Zettelchen. Einfach so vielleicht so ein... Moment, ich bekomme so eben ein Zettelchen gereicht. Und so sind die Farben. Also drei matte Farben und drei Glitzerfarben. Sollen wir die auch mal testen? Ich möchte unbedingt das Grün testen. Also erstmal das Braun, dann das schöne Grün. Das ist ein tolles Grün, ne? Und natürlich das glitzernde Braun. Und dann nehme ich noch diese Cremefarbe da oben. Jetzt habe ich alle vier Finger voll geschmiert. So, dann machen wir das mal einmal da. Oh, die ist aber wirklich ganz zart, ne? Und das Glitzerbraun und das tolle Grün und das andere Braun. Also wie gesagt, dieses ist ganz, ganz zart. Und die anderen, die knallen schon, ne? Das ist richtig glitzerig, hier dieses Kupferfarbene, ne? Und das glitzert auch ganz toll. Sehr schön, ich liebe die Farben. Gut, deshalb darf ich die jetzt auch auf meinen Fingern tragen. Also, richtig schöne Eyeshadow-Palette, 6 Farben. Ich weiß nicht, ist bestimmt eine Sonderedition gewesen jetzt von Bare Minerals. Und ich finde es klasse. Ich freue mich sehr. Gut, dass man mich überredet hat. Ist schon netter, ne? Ja, das war's, meine Lieben. Das neue Set von QVC und Bare Minerals. Und die haben wie gesagt, das sagen die immer, das kann nie schlecht werden. Also eine normale Foundation, die kann ja irgendwann umkippen, stinkt und was weiß ich. Aber das kann niemals schlecht werden und genauso wenig hier. Also alles, was aus der Erde ist, das kann nicht schlecht werden. Bei dem Lippenstift, da weiß ich nicht. Aber kriegen wir das dahin, dass der überhaupt so alt wird? Bestimmt nicht, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt dran, es gibt auch schöne Seiten im Leben. Auch wenn ihr zu Hause seid und vielleicht nicht arbeiten könnt oder gar krank seid. Alles, alles Gute wünschen wir euch. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss.